In dieser Haftsituation spielt ja die Angst eine massive Rolle. Und diese Aussagen der Offiziere im Verhör, wie auch des Wachpersonals, war immer: Wenn Sie hier nicht reden, wir haben Zeit. Dann sitzen Sie hier viele Tage, Wochen, Monate oder wenn wir das wollen, kommen Sie hier gar nicht mehr raus. Oder im Westen verschollen, kriegt keiner mit, wenn Ihnen hier was passiert. Wir können mit Ihnen hier eigentlich machen, was wir wollen. Und das Schlimme ist eigentlich, ich wusste damals nicht, dass es nur 3 Monate wären. Ich hatte mich wirklich auf 2 bis 8 Jahre eingestellt. Das wurde mir in den Verhören sehr deutlich gemacht. Ja, also das war bei jeder Erstvernehmung so, dass sie dem Flüchtling gesagt haben, also mit dem Fluchtversuch hat man das Vaterland verraten, den Weltfrieden gefährdet und einen Atomkrieg provoziert. Ja, und ohne Anwalt direkt in einen, also man hatte nicht die Möglichkeit, einen Anwalt zu haben. Ja, da gab es dann den Spruch, sie haben wohl zu viel Westfernsehen gesehen, bei uns gibt es sowas nicht. Und umso schöner war dann sozusagen, als ich ins Gefängnis den Brief von meinem Rechtsanwalt, Herrn Professor Vogel, bekam: Machen Sie sich keine Sorgen, wir sehen uns in den nächsten Wochen in der Haftanstalt. Also natürlich nicht in Hohenschönhausen, sondern ich wäre dann woanders hingebracht. Aber es gab noch einen zweiten Grund, weshalb ich sehr früh entlassen wurde und auch nicht verurteilt wurde, weil die DDR war wirtschaftlich völlig am Ende und die brauchten dringend den letzten Milliardenkredit durch die Bundesrepublik, durch Franz Josef Strauß. Und Honecker war im September 87 zum ersten und einzigen Mal im Westen auf Staatsbesuch bei Helmut Kohl. Und das Geschenk, was er mitbringen musste, war die Entlassung von 2000 politischen Gefangenen aus den Stasi-Gefängnissen oder aus dem Strafvollzug. Und ich hatte das riesengroße Glück, ich war einer von denen. Meine Eltern, die sollten ja eigentlich während meiner Haftzeit unterschreiben, jeden Kontakt zu mir abzubrechen, ja, oder vorher mich auch zurückzugewinnen. Und das konnten sie nicht. Und es war eben so, dass sie in ihrer Angst meinen Namen an Freunde in West-Berlin weitergegeben haben und diese Freunde in West-Berlin zu einem Rechtsanwalt gegangen sind, Barbara von der Schulenburg am Kurfürstendamm. Und die hatte die besten Kontakte zur Bundesregierung, zum innerdeutschen Ministerium. Und so kam ich auf die Freikaufsliste für politische Gefangene. Und das war der Lottogewinn meines Lebens, ja. Also hätten meine Eltern sich nicht eingesetzt, dann wäre ich wirklich auch bis zur Wende vermutlich, bis zur friedlichen Revolution im Gefängnis geblieben. Und als ich dann sozusagen diesen Amnestiebeschluss, so hieß das ja offiziell, Anfang September durch meinen Vernehmer im Gefängnis erfuhr, da war ich erstmal richtig sauer. Weil ich hatte irgendwo vor der Haft gehört, wenn ich eingesperrt werde, dann bin ich wie ein Taxi. Jeder Tag Haft sind 19 Westmark. Also die ich im Westen dann sozusagen als Entschädigung bekomme. Und manchmal, also ich hatte wirklich auch schreckliche Momente während der Verhöre, aber manchmal gab es auch Momente, wo ich stark war. Und da habe ich dann gesagt, während Sie noch Ihren Trabi fahren, dann fahre ich schon Mercedes Baujahr 78, ja, weil jeder Tag hier bei Ihnen zählt. Und das war dann letztendlich nicht in dem Maße so, weil ich dann nach 3 Monaten wirklich entlassen wurde. Und ich habe irgendwo um die 40.000 D-Mark gekostet. Das habe ich später mal so in einem mündlichen Gespräch erfahren mit meinem ehemaligen Anwalt. Aber mein großes Pech war, ich wurde, obwohl der Westen bezahlt hatte, zunächst in die DDR entlassen. Und wurde dann im Bahnhof Berlin-Schöneweide im Abwasch als Abwäscher weiter beschäftigt. Ich durfte also nicht in einem normalen Beruf arbeiten. Ja, also der soziale Abstieg blieb, obwohl die sagten im Gefängnis, sie wären wieder eingegliedert in die sozialistische Gesellschaft. Aber diese Eingliederung bedeutete eben, man muss sich bewähren. Und das bedeutet, Berlin nicht verlassen dürfen, jede Woche auf der Polizei melden. Also jeder Polizist hätte mich bei einer normalen Verkehrskontrolle einfach verhaften können, ohne Angabe von Gründen. Und ich wurde sozusagen einer der bravsten DDR-Bürger, den man sich vorstellen kann. Und trotzdem, nach dieser Arbeit bin ich dann ganz bewusst in Veranstaltungen in den Prenzlauer Berg gegangen, der Kirche und auch der Opposition, obwohl ich selber kein Bürgerrechtler war. Aber ich war bei Veranstaltungen eben von denen, bei Konzerten auch dabei. Und irgendwann bekam das Regime Angst und sagte, der muss raus, sonst nimmt er demnächst auch noch an Demonstrationen gegen uns teil. Und dann hatte ich am 7. März innerhalb von wenigen Stunden die DDR zu verlassen.